Ich lese Medikamente im Test von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im Kapitel Haut und Haare und es geht um Akne. Ich bin auf Seite 18 und es werden Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und ich bin bei einer Wirkstoffkombination angekommen, nämlich Adapalen und Benzoylperoxid, und das Ganze wird äußerlich angewendet. Davor ging es nur um Adapalen. So, Adapalen verkleinert die Talgdrüsen und vermindert die Talgproduktion. Außerdem wirkt es entzündungshemmend. Benzoylperoxid trocknet fettige Haut aus und tötet Entzündungskeime ab, die am Entstehen von Pickeln beteiligt sind. Darüber hinaus weist es eine leichte Schälwirkung auf und reizt die Haut. Und jetzt kommt die Bewertung. Die Bewertung lautet gelb, mit Einschränkungen geeignet bei mittelschwerer Akne. Nur anzuwenden, wenn die alleinige Behandlung mit den jeweiligen Einzelmitteln nicht ausreichend wirksam war. Für beide Wirkstoffe ist die therapeutische Wirksamkeit bei leichter bis mittelschwerer Akne belegt. Mit der Kombination zweier Wirkstoffe steigt auch das Risiko für unerwünschte Wirkungen. Sie sollten daher nur eingesetzt werden, wenn einer der Wirkstoffe allein nicht ausreichend wirksam war. Wichtig zu wissen: Die Umgebung von Augen, Nasenlöchern und Mund müssen beim Auftragen ausgespart werden, weil die Wirkstoffe die Schleimhäute reizen. Innerhalb von 1 bis 4 Wochen sollte sich das Hautbild gebessert haben. Wie verträglich das Präparat in der Langzeitanwendung ist, in Klammern länger als 12 Wochen, Klammer zu, lässt sich derzeit noch nicht sagen, weil es dazu noch relativ wenige Erfahrungen gibt. Weitere wichtige Angaben zu Anwendungshinweisen, unerwünschten Wirkungen sowie weitere Hinweise für Kinder, Jugendliche, Schwangerschaft, Stillzeit finden Sie unter Adapalen äußerlich und Benzoylperoxid äußerlich. Siehe links und Seite 22. So, es geht weiter mit Antibiotika in Klammern äußerlich. Bis später.